Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hindran und wir fahren fort mit Let's Play Monster Hunter Stories to Wings of Ruin. Jemand hat schon wieder Rata entführt. Oh, das ist halt ein Monsterbau. Ich weiß, Leute, ich weiß, aber da könnte was Cooles drin sein. Zeramon-Oase. Auf jeden Fall bin ich stinkig, dass diese Jägerhunde sich denken, oh, wir werden den Forscher nicht helfen. Das sind keine Gildenjäger. Das sind einfach nur irgendwelche Affen in Rüstungen. Ihr wisst ja, wie sehr ich Affen hasse. Ja, schlimmer als ein Rajang, der sich in der Nase popelt. Die entführen dann auch noch Inner mit. Alter. Und jetzt denkt sich das kleine Jäger, oh, aber ihr seid ja gar nicht nett. Ja. Alter. Nee, ich mag den nicht. Sorry. Auch wenn er nachher sagt, ich hab voll die Redemption-Arc gemacht. Ey, ihr seid doch einfach kein Arsch von Anfang an. Es ist nicht so schwer. Meine Herren. Zuerst die. Das ist halt so. Ja, es sind halt Forscher, aber come on. Ich bin ja auch Forscher. Und ich bin auch nicht so leichtgläubig, dass jetzt irgendjemand sagt so, ey, ja, wir werden euch voll helfen bei dieser Sache und wir werden das nicht. Das ist ein Diablos. Gendrome. Normaler Glanz. Gendrome. Normaler Glanz. Ein normaler glänzender T-Grex. Ja, komm. Okay, normaler Glanz und T-Grex. Ja, gut. Oh, ein Gendron haben wir noch gar nicht bekämpft. Okay, Kumpel. Also, Gendron. Leben der Wüste können leben. Anführer von Genprey. Geschwindigkeitsleutchen. Anfällig gegenüber Eis, glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. So, also im normalen Spiel kann man denen den Kopf brechen, dann sind ihre Lebenangriffe weniger effektiv. Ja, wir bräuchten halt ein Eismonster, aber irgendwie haben wir keins gefunden, das mir gefällt. Weil das in unser Team passt. Ja, wir haben unseren Anja-Mampf. Wahrscheinlich kommen jetzt Technikangriffe, oder? Doppelangriff noch machen. Sehr schick. Bunk. Sehr gut. Den Beutel. Ich wollte das eigentlich durchlesen. Verdammt. Sorry, Guys. Das war jetzt nicht so gut. Okay, ja gut. Ein kleiner T-Rex. T-Rex wäre eigentlich auch noch cool. Kiana scheint aber ein Geschwindigkeitsmonster zu sein. T-Rex ist halt ja neutral, also kein Elementangriff. Außer je nachdem, welchem Gebiet es die Steine schleudert, können die entweder Feuerelement oder Eiselement sein. Ob es jetzt in einem Vulkangebiet ist oder in einem. Oder in einem. Eisgebiet. Ich weiß, wir müssen den Spuren folgen, aber es ist gerade übermannt mich schon wieder meine Neugierde. Das geht doch nicht. Also es geht schon. Wie seht ihr es ja gerade? Ich hätte auch gerne irgendwie einen lila Ludort. Es ist aber, man hat nur fünf Slots. Und dann muss man sich entscheiden, welche Monstis man haben will. Das ist ja richtig uncool. Ja, aber tja, gut, du hast doch irgendwie schon deine Favoriten. Ja, aber das ist halt. Ne? Ich bin fast in die Krabben reingerannt. Ist ja nicht so gut gewesen. So. Was sollte man so? Irgendwie endet die Spur hier. Verfolge das Sandschiff. Ich nehme mal stark an, dass sie einfach gerade ausgelaufen sind. Und wir machen jetzt einen kleinen, ja. Geh mal den anderen Weg, denn wir sind immer noch. Wir wollen immer noch Iggy's. So. Oh, da ist noch ein
Oh, Gendro mit Genpre diesmal. Komm, Genpre haben wir auch noch nicht im Eintrag. So, da kommen wir jetzt einfach hoch. Gendro, ihre Klauen können leben. Gut, sie machen Geschwindigkeit. Das mache ich. Techniker. Okay, er greift den da. So, synchronisieren. Sehr gut. Die Explosion, ja gut. Bringt nicht so viel, aber hey. Ich will mich ja nicht beschweren. Ja, wobei. Was hat denn Gendry weggefegt? Der Gendry ist jetzt sauer. So. Ja, die scheint nicht allzu viele. Nicht allzu viele Lebenspunkte zu haben. So, right on finish. So machen wir das. Sehr gut. Das war ein S. Gut, Genpre-Schuppe. Ihre Färbung hilft bei der Tarnung in Wüstenregionen. Gendrom-Reißzahn. Gut entwickelter Gendrom-Reißzahn, mit Gift bedeckt, das Nervensysteme angreift. Gendrom-Lederhaut. Die harte, grüne Gendrom-Haut ist viel stärker als die eines regulären Genpre. Lehmbeutel, Glücksreißzahn. Oh. Und ein Gendrom-Reißzahn. Okay. Nicht schlecht, die Ausbeute. Nicht schlecht. Ja, sicher wurden die jetzt von irgendwelchen Leuten entführt, die eigentlich hinter diesen komischen Kringeln stecken und die schon damals unser Großpapa irgendwie aufgedeckt hätte, aber dann ist was passiert. Oder sonst irgendwas. Mi. Und die werden dann die Schuld auf den Rathalos schieben. Und eigentlich ist der Rathalos die einzige Möglichkeit, das zu unterbinden. Oh Gott, mir ist gerade irgendwie ein Gedanke gekommen. Und zwar die sorgen ja dafür, dass Monster vor Schmerzen durchdrehen. Diese komischen Löcher. Jetzt stellt euch das mal vor auf einem Monster wie einer Lunastra oder einem Nergigante. Oder noch größer, Lao Shanlung, Latreon, Fatalis. Das wäre ziemlich fatal. Okay, normales Glänzen, Gendrom, komm. Normales Glänzen, Gendrom. Ey, sag mal, was ist das bitte für ein Bau? Na gut. Nehmen wir halt das. Ja, das sind ja immer noch immerhin Gene. Verlassen. Ein bescheidenes Vogelwivernei. So. Also. Weiter hinterher. Ah, da ist die Spur wieder. Haben wir noch irgendwelche Monsterbauten, die selten sind? Gerade nicht. Ja gut, die Knochen können wir mitnehmen. Oh, die Erze auch. Ja gut, von den Monstern, die wir jetzt während wir hier hinterher rennen. Was für Monster können wir noch in der Wüste treffen? Eigentlich sind Barot Wüstenbewohner, Wüstenschlammland. Was man sonst Wüste Schlammland auch so findet, ist der Juratodus. So ein Schlammmonster, so ein Fischbewohner. Nein, bitte kein Juratodus. Gott, ich verstehe nicht, warum den Rice sind. Immer noch nicht. Ja, was kann man sonst noch Schönes finden? In der Wüste. Gut, Diablos, Monoblos, schwarze Diablos. Oh Gott, es gibt noch eine den weißen Monoblos als Subspezies. Den weißen Monoblos gab es, glaube ich, auch in Monster Hunter Stories 1. Wenn ich mich recht entsinne. Ich hätte mal einen Monoblos im Team, glaube ich. Hier Ruinen? Da ist ein Einstbau. Ist die Kiste hinter dem Einstbau? Ceramon-Ruinen. Oh. I see. Eben Zephalos. Ein Zephadrome.
Haben wir auch schon gesehen. Glesiot können teils, die können teils in der Wüste leben, das stimmt. Obwohl die ja küstennahe Gebiete bevorzugen. Salzbar, ja, ist nice. Der Moorhonig. Mach auf. Danke. Jo, was findet man noch sonst so in der Wüste? Bratian jagen gern in Wüsten. Dann. Ja gut, hier die unsere lieben Krabbenkumpel. Okay, den können wir auch in der Wildnis finden, sonst wäre nicht auf Dens. Gedingselt. Ja, Seregius. Seregius ist auch ein Wüstenmonster. Eigentlich ziemlich cool, ein Flugverwand, das mit Schuppen schießen kann. Sieht ein bisschen aus wie ein Angry Pinecone. Ja, was haben wir denn sonst noch Wüsten? Nibelsnarf? Nibelsnarf ist cool. Jo. Das ist auch so ein Fischwivern. Endlich sind wir aus der Wüste raus. Wir müssen weiter dem Sonnenschiff folgen. Jo, machen wir. Aber erstmal den Katzavanstand aktivieren. So. Oh, das ist ein seltener Monsterbau. Ja, was fällt mir denn sonst? Das Yalmar Hochland. Komm, ich will da rein. Ah, ja gut, Gendrome, Gendry? Glavenus kommt manchmal in so. Das war ich ein Wüstenbewohner. Lass mich in Frieden, Mr. Plesiot, dankeschön. Gut, wenn es Plesiot gibt, gibt es auch noch die Subspezies, den grünen Plesiot. Gut, Theostra kommt manchmal in die Wüste. Theostra Lunastra, so als Drachenälteste. Jo, so mehr fällt mir gerade nicht so spontan ein. Was so wüstenspezifisch noch sein könnte. Ja gut, Darin Moran, Jen Moran. So riesige Drachenälteste, die... Also sind wirklich groß und die schwimmen durch den Sand wie so ein Wal durchs Wasser. Jo... Der ist doch groß. Den will ich auch nicht unbedingt aufwecken. Komm. Ich habe doch sicher Glück und finde ein super glänzi Ei. Komm. Ich hab keine Lust, den aufzuwecken. Ja, momentan fällt mir nichts mehr ein. Verlassen. Ja gut, Großpaki und Großvrogi gibt es noch neben dem Großstargras. Aber das sind jeweils natürlich Eis- und Sumpfbewohner. Die haben in der... Ah, guckt mal, ein weißer Diablo, weißer Monobloss. Ha, habe ich doch gerade erwähnt. So, den werden wir aber jetzt nicht aufwecken. Denn ich habe das Gefühl... Hey, Moment mal. Diese Wand sieht super fake aus. So. Irgendwann müssen wir uns mal die königlichen Monster vorknöpfen. So. Okay, so. Ich habe eine Idee. Wir werden jetzt irgendwie Rater befreien. Und dann werden wir ganz dramatisch bei der Rettung fliegen. Und Rater wird eine weitere von seinen Fähigkeiten anlocken. Und wir sind dann so richtig so. Was habt ihr davon? Ihr habt Rata aufgeregt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das die nächste Etappe sein wird. Oh Gott, da ist ein Loch. Dudes!
Ein sehr wütender Diablos. Okay. Es ist ein Kraftmonster. Ein Diablos, was? Das wird ein harter Kampf, aber wir müssen Anna einholen. Ja, und Ratter. Oh, Anjaman will sich erstmal aufheizen. Ei. Okay. So, wir werden erstmal seine Hörner kaputt schlagen. Da ballen aber normale Waffen ab. Das heißt, wir werden erstmal auf eine stumpfe Waffe umwechseln. Und per Geschwindigkeitsangriff. Jo. Aber wir müssen mal unsere Ausrüstung upgraden. Ja gut, Feuerangriff plus. Mein einziges Geschwindigkeitsmonster ist Ranma. Ist nicht so gut. Der macht jetzt natürlich. Ach Gott, ja gut. Das hat wenigstens neutral treffen. Oh, komm, Roberto, wenigstens du könntest mir helfen. Die richtigen Angriffe einsetzen. Oh, nicht schlecht. Kann das Ding mal mich angreifen? Hallo? Mich gibt's auch noch. Bonk. Ich werde scheinbar nicht. Schon bin ich sehr uninteressant. Okay, greift den Schwanz an. Das ist smart. Alter. Okay, Gott sei Dank, endlich. Wenn ihr Beine angreifen, dann kippt ihr ordentlich um. Okay, ja gut, gut. Und zack. Er hat sich eingegraben. Du weißt, was zu tun ist, Kumpanin, oder? Ja, auch Diablos kann man, solange sie nicht wütend sind, mit einer Schreikapsel. Schallbombe rausholen. Aber nicht mehr so viele. Ah, gut gemacht, Kindchen. Scheibe ist perfekt, um eingegrabene Monster aufzuscheuchen. Ja, auch zum Beispiel bei Nibelsnarf, der schnappt dann dort, wo die Schallbombe explodiert. Also nie direkt vor sich explodieren lassen. Das kommt nicht gut. So, wir haben den Meteorhammer. Und wir können eigentlich noch den. Ah, der drehende Meteor wäre natürlich super, aber ich glaube, wir nutzen jetzt erstmal den Meteorhammer. Oder? Ja, komm. Wenn das hier super effektiv ist, wenn das noch krittet, wird das wehtun. So, den Bodenhieb. Alter, der macht schon Schaden. Er zieht auf den Beinen, pass auf. Bitte, bitte, Anjaman. Bitte, du bist doch sonst so smart. Ich meine, klar, Jokes on me. Was habe ich auch kein Geschwindigkeitsmonster drin, das ich benutzen könnte, aber come on. Macht das sonst auch immer so gut. Nur heute nicht. Ein schlechter Schwingmann, Mann. Wir schauen besser seine neuen Angriffsmuster. Sonst gehen wir hops. Oh, das ist ja ein normaler, die haben das nicht schon genug. Das stimmt. Der ist auch noch wütend. Er hat Kraftangriff benutzt. Also benutzt er jetzt wahrscheinlich Geschwindigkeitsangriffe. Das heißt, ich gucke, ob ein Technikangriff. Ja, sehr gut. Okay, okay, okay. Super. Was ist denn Schwanz dafür? Ja. Das wird wehtun. Okay, das geht ja noch. Das geht ja noch. Angie, muss ich verstehen, warum du den AOE-Angriff benutzt? Egal. Wir machen jetzt Right On, denn jetzt können wir das auch aufladen. So, Technik. Ich helfe mal dem Schwanz. So, eins. Das ist die 79. Nein, 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 das wollte ich nicht so. Nur mal einen Technikangriff. Und dann können wir unser Riding machen. Okay. Oh. Ich glaube, wenn. Ja, aber das kann ich nicht riskieren. Reverte ist fast fertig mit seinem Scheiß.
ewiger Traum von John Mumpf. Ich glaube, ein Traum, ja. Schwergewicht. Ich will mal gucken, ob wir das kombinieren können mit Roberto. Nein, ich wurde runtergeschmissen! Du Sau! Nur weil er gekrittet hat! Alter, ich gehe aber sowas von kotzen. Na komm, Kirsch. Ach Mensch. Weil Roberto zu langsam war. Komm, da schon, das ist gleich ab. Das ist gleich sowieso ab. Mann, das hätte so einen Schaden gemacht. Holy. Nicht schlecht. Okay, also. Mann, das hätte funktioniert, hätte er nicht gekrittet. Spiel ich gerade Pokémon oder was ist das? Oh, mein Plan kann aufgehen, wenn der Gegner nicht krittet. Was macht der Gegner? Er krittet. Hm. Ich nehme stark an, dass wir jetzt wieder bei den Kraftangriffen sind. Genau. Donnerfalle. Okay, jetzt macht Kirsch einen Kraftangriff. Mansch? Ja, Mansch. So fühle ich mich gerade, Mansch. Und meine Fähigkeiten kann ich eigentlich auch nur einsetzen, wenn ich Ladungssachen habe. Das bringt natürlich auch nicht so viel. Tief die Bindung, ja. Jetzt wird's langsam natürlich nervig. Hätten wir ein ordentliches Geschwindigkeitsmonster, hätten wir das Problem nicht. Wäre der Kampf schon längst vorbei gewesen. Aber ja, Jokes on me. Jetzt machen alle einen Geschwindigkeitsangriff. Sag mal, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Okay, jetzt gibt es Roberto. Endlich. Okay, das Ding ist fast... Donnerarte machen wir jetzt aber nicht, mein Kumpel. Okay, ich glaube. Komm ran mal. So, die Beine. Ja, gut. Ich meine, ich kann den Angriff dadurch abwehren. Der macht keine zwei Angriffe in Folge. Und wenn es brenzlig wird, wechseln wir wieder jemand anderem ein. Mama ist nicht... Oh, ja, ist okay. Aber das ist gut für uns. Denn jetzt können wir nämlich... unsere... Schallbombe benutzen. Die vorletzte, die wir haben. Ah, nee. Das lässt du bleiben. Wollen wir es nicht aus dem Sand hervorpreschen und dich für den Besten halten? So, ich kann jetzt den Ring mit Meteor aufsenden und seine Beine machen. Klar, das ist nicht effektiv, aber es macht extra Teile Schaden. Okay, das ist ja gar nichts. Also, das war traurig. Sehr, sehr traurig. So, gut, dann wechsle ich Moffen. Ich habe eine Eiswaffe. Ich bin doch so ein Depp. Ja, wenn man den Kopf nicht benutzt, wird's auch schwierig. Oh, Ranma saves the day again. Wir haben echt einen Diablos besiegt.
Danke für eure Hilfe, Leute. Erinnert mich daran, dass ich euch mal Donuts ausgebe. Ja, also tauchen diese Riesenkrater echt da auf, wo Monster verrückt werden. Welche Verbindung besteht da wohl? Ja, die Monster werden verrückt, weil irgendwas aus diesen Kratern rausstrahlt. Dafür muss man kein Forscher für sein. Okay. Diablospanzer. Umhüllender Diablospanzer. Ein ungeheuer dichtes und schweres Material. Drehtes Horn. Großes gedrehtes Diablos-Horn. Weites Anwendungsfeld in allerlei Industrien. Diablos-Schwanz. Der wertvolle Schwanz eines Diablos stellt schwere Werkzeuge wie Stahlhammer in den Schatten. Gut, wir haben noch einen Glücksreißzahn bekommen. Sehr, sehr schick. That's another monster made violent by that light. Unreal. These are crazy times we're living in. What's making these pits pop up anyway? Ich will jetzt nicht unbedingt in den Dialog reinquatschen, aber da sind riesige Kratzer an dem Stein und auch in dem Loch. Also würde ich mal stark davon ausgehen, dass es irgendein Drachenältester ist, der das macht. They've gotta be related to the Rathalos, don't you think? Drooling Devil Joe! Don't tell me you believe that legend! I'm talking about the imbalance of the ecosystem. Everything's interconnected. Tons of Rathalos vanish, and strange pits appear. There's no way it's a coincidence. The weirdness began before Ratha hatched. Danke, Riverto. It was the appearance of the pits that started it all off. Well, my buddy's grandpa was investigating these pits way before all this craziness started. Now it's up to us to finish what he started. We're gonna get to the bottom of these mysterious pits. Completing your gramps' unfinished task. Shooting for the stars, huh, kid? Well then, let's catch that ship. Na gut, Leute, ich würde mal sagen, wir machen heute hier den Stopp neben diesem wunderbaren, riesigen, gefühlt bodenlosen Krater. Und beim nächsten Mal werden wir hoffentlich das Sandschiff erwischen. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.